Heute geht es um die Weiterverarbeitung der aus dem EEG gewonnenen Daten. Denn bisher haben wir pro Elektrode eine einzelne Linie mit unterschiedlich starken und schnellen Ausschlägen. Vergleichbar ist das mit der Linie auf einer Vinylschallplatte. Es sind alle einzelnen Informationen der Musik darauf abgespeichert, die erst zusammengefasst das Lied ergeben. Das aufgenommene Roh-EEG wird dann also wieder in einzelne Bestandteile, einzelne Frequenzbänder zerlegt. Die Technik, die dafür benutzt wird, nennt man Fast Fourier Transformation. Wenn wir uns also an das Vinylbeispiel von vorher erinnern, dann wäre es so, als würde ich aus der Musik, die von der Schallplatte abgespielt wird, die einzelnen Instrumente oder die einzelnen Töne extrahieren und mir diese individuell betrachten. Hier ist es üblich, den jeweiligen elektrischen Ausschlag bei bestimmten Frequenzen zu analysieren. Je nachdem, wie fein der Filter eingestellt wird, kann man beispielsweise die Aktivität in einzelnen Herzschritten darstellen. Das heißt, die Spannung aller Gehirnzellen, die gerade mit einem Herz pro Sekunde, mit 2 Hertz oder mit 3 Hertz pro Sekunde arbeitet, wird zusammengefasst. Normalerweise liegt der relevante Bereich für das Neurofeedback beim Menschen zwischen 0,5 und 45 Hertz. Damit man nicht mit einzelnen Herzangaben arbeiten muss, wurden bestimmte Bereiche zu Frequenzbändern zusammengefasst. Diese werden mit griechischen Buchstaben bezeichnet. Allerdings, aus historischen Gründen, etwas durcheinander. Folgende Frequenzbänder werden typischerweise unterschieden, wobei es, je nach Literatur, manchmal zu Abweichungen von einem Hertz kommen kann. Delta-Wellen, 1 bis 4 Hertz. Theta-Wellen, 4 bis 8 Hertz. Alpha-Wellen, 8 bis 12 Hertz. Low-Beta-Wellen, 12 bis 15 Hertz. Mid-Beta-Wellen, 15 bis 20 Hertz. High-Beta-Wellen, 20 bis 35 Hertz. Gamma-Wellen, 35 bis 45 Hertz. Die weitere Auswertung dieser Frequenzbänder und wie diese mit einzelnen Empfindungen und Gemütszuständen zusammenhängen, erklären wir euch beim nächsten Mal.